Ja, moin moin und ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Heute mit einer Videoantwort, mal was Neues, und zwar Videoantwort auf das Thema der Woche vom Phantasis Studio. Und ja, es geht darum, um den Hobby-Schmetterling. Habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört, das Wort. Wie da schon erklärt, ein Hobby-Schmetterling ist halt jemand, der von einer schönen Blume zur nächsten fliegt, sobald er eine neue sieht, sofort auch dann wieder dahin fliegt. Und ja, bezogen auf das Hobby als Metapher, 1000 Projekte angefangen, keins fertig gemacht, weil man muss immer wieder was Neues haben. Jo, ich denke, das Problem, das kennen viele von uns, also wenn nicht fast alle, würde ich mal ganz frei behaupten. Und ja, bin ich ein Hobby-Schmetterling? Ganz bestimmt. Ich habe auch diverse Armeen, also 3 Armeen im Moment, wovon irgendwie auch nur ein Bruchteil so weit ist, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ich habe diverses an Gelände, was ich gerne noch bauen würde. Ich habe noch die Fahrzeuge, die ich noch fertig machen muss. Dann habe ich noch diese lustigen Kräne, die ich jetzt kürzlich gekauft habe und. Also es ist ein ganzer Teil, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so. Zum einen ist dann natürlich dann immer der Zeitfaktor. Ich denke mal, das geht allen Leuten, die jetzt berufstätig sind, auch so. Bei mir ist es halt so, dass ich auch noch ein Fernstudium nebenbei habe. Das heißt, die Zeit ist nochmal eingeschränkt. Ja, dann kommen die anderen Hobbys dazu. Also wenn Tabletop euer einziges Hobby ist, dann ist es natürlich so, dass ihr eure gesamte Freizeit dem Hobby widmen könnt. Ich habe zum Beispiel jetzt noch die Musik nebenbei. Ich habe da 3 Projekte zugange. Und ja, deswegen, ich denke mal, das Problem, dass man 1000 Sachen anfängt, ist nicht unbedingt nur Tabletop spezifisch, sondern wie der gute Hugo von Hugos Hobbys schon gesagt hat, das geht, denke ich mal, allen kreativen Menschen so, die, wenn sie eine Idee haben, die auch wenigstens grob erstmal umreißen wollen und die aufs Papier bringen und dann halt auch mit der nächsten kreativen Idee dann der ersten kreativen Idee schon mal den Rücken zukehren, aber die nicht vergessen, sondern die auch irgendwann weitermachen wollen. Und das führt dann halt zwangsläufig dazu, dass ein ganzer Arsch voll Ideen angefangen ist. Also sprich, bei der Musik sind es dann angefangene Songs und beim Tabletop sind es halt angefangene Armeen oder angefangene Geländestücke. Ja, ist halt so. Man hat halt nicht immer die Zeit und die Lust, immer das Gleiche zu machen. Man will ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen, ne? Also Abwechslung bringt Unterhaltung und aus dem Grunde, dazu kommt ja noch, dass es halt irgendwie immer wieder tolle neue Sachen gibt. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so schlimm. Klar, es ist schön, wenn man auch mal was fertig hat. Dann kann man auch damit endlich mal in die Schlacht ziehen. Aber das Basteln als solches ist ja auch nicht ein ganz unwesentlicher Teil des Hobbys, möchte ich mal so sagen. Und ja, das macht halt auch Laune. Deswegen einfach immer, wenn man Bock hat, weitermachen, sich dazu zwingen, ist auch keine Option. Und ja, was kann man dagegen machen, damit es nicht nur im Kopf stattfindet? Man sollte sich vielleicht Ziele setzen. Und ich habe jetzt an einem lustigen Projekt irgendwie, nehme ich jetzt das erstmal, habe ich das erstmal teilgenommen. Das nennt sich Hashtag Hobbyoffensive, wurde von Tabletop TV ins Leben gerufen. Und es ist einfach, man hat Etappenziele. Jeden Monat sagt man einmal, was man machen möchte und was man letzten Monat geschafft hat. Und das Ganze sieht man zu, dass man das dann halt wirklich bis Ende nächsten Monats an der Kette gekriegt hat. Ist halt jetzt, man setzt sich selbst so ein bisschen unter Zugzwang, aber es ist ja auch ein ganz angenehmer Druck und mein Gott, wenn man es nicht schafft, dann geht die Welt davon auch nicht unter, aber dass man sich selber einfach mal klar macht, was man jetzt wirklich schaffen möchte, wenn man jetzt 20 angefangene Sachen liegen hat, sagt man, ich möchte jetzt, was möchte ich spielen, am liebsten möchte ich das spielen, gut, so, das mache ich diesen Monat fertig oder grundiere das wenigstens schon mal oder was auch immer, was die Zeit halt hergibt, bei mir ist es wie gesagt nicht das Meister an Zeit, aber dass man halt wenigstens etwas macht. Ich habe jetzt diesen Monat zum Beispiel gesagt, ich grundiere mein Baneblade. Und, also grundiere, was heißt grundiert, war glaube ich schon. Ja, war schon grundiert, aber ich packe das Tarnmuster drauf und vielleicht noch 1-2 kleine Details. So, das reicht ja erstmal, ist jetzt nicht viel. Wenn man wenig Zeit hat, ist es doch viel. Und ja, jeder macht halt so sein Ding. Ein paar haben schon teilgenommen, also könnt ihr gerne auch mitmachen. Also Hashtag Hobbyoffensive heißt der Spaß. Ja, und so kann man sich halt ein bisschen animieren, was zu machen. Mit angenehmem Druck, sag ich mal. Vielleicht gibt es ja auch wirklich so disziplinierte Leute, die sich einen Teil kaufen, beziehungsweise nicht mal ein Modell, das wirklich fertig zu Ende war und sich dann erst das nächste kaufen. Zähle ich jetzt auf keinen Fall zu, aber ja. So viel zum Thema Hobby-Schmetterling. Also ich bin definitiv einer und ich denke die meisten von euch auch. Jo, das war auch schon mein Senf dazu
Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, morgen kommt das neue Warhammer. Und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.